Willkommen zurück bei Borderlands Pre-Sequel zusammen mit Eptine. Und Casino. Jo. Wir haben in der letzten Folge sind wir zum 13. Untergeschoss gefahren, gelaufen, wie auch immer. Und haben uns da für Pickel mal wieder um das Geisterproblem gekümmert. Ja. Da mit dieser geilen Egon, ne? Boah, geil, ja. So geil war die jetzt auch nicht. Ja, die ist schon ganz gut, aber Moxys Vibrator ist einfach besser, ne? Ja, den hab ich ja nicht. Ja, und jetzt, ja, jetzt wollen wir Zeit die Quest hier machen, dann hilft Cosimo seinen Satelliten zu starten. Ja, das ist dieser komische Zwerg gewesen, der ganz oben auf dem, in den zweiten Triton Flats, der in den Triton Flats ganz oben auf diesem komischen Plateau war, wo du die ganze Zeit runtergefallen bist. Ja. Letzte Meldung, diese Tür geht mir total. Alter, diese verbackte Felicity. In der Nähe ist ein Sprungpad, das ich aktivieren kann. Benutzen wir eben das. Oh. Wahrscheinlich wurde es von Scavs dort aufgestellt. Achso, jetzt. Das ist der verbackte Dialog. Felicity lebt schon, also sie lebt noch, aber nicht in der Form, in der sie diesen Spruch gebracht hat. Aber ich glaube, jedes Mal, wenn wir in dieses Gebiet gehen, drückt sie uns diesen Spruch rein. Du hast eine Lootkiste verpasst, ja. Die sind doch eh alle leer. Ja, die ist ja offen zu, meine ich. Ja gut, da war aber auch nur Schrott drin. Ich komme die scheiß Leiter nicht hoch. Boah, warte. Wenn das geht, kann ich hier voll die Mega-Abkürzung machen. Nein, es geht nicht, ich fall runter, okay. Wo müssen wir denn jetzt den ganzen Weg zurück? Ja, wir brauchen eine Schnellreisestation, wird's halt erleichtern, aber... Ja. Beziehungsweise warte mal. Oh, lass mal unten durch den Gebietsdurchgang gehen, da hinten. Ich glaube, dahinter war direkt eine. Wobei, eigentlich müssten wir dann... Nee. Komm, lass zurückgehen. Ja. Bevor wir da wieder vor der Wand stehen oder so. Ja, bevor da keiner ist. Weil normalerweise müsste das Quest-Symbol dann halt auch in die Richtung zeigen. Wir können die Gegner ja ignorieren. Das sind ja hier eh alle Low-Bobs. Keine Gegner. Sind Lebewohner. Sind gar keine Gegner mehr. Aktuell sind wir gut stark. So. Eine Granate hingeworfen. I catch a grenade for you. Da sich auch gedacht, der Gegner. Ja, aber irgendwie ist niemand daran gestorben. Richtig seltsam. Ah, Buggy vielleicht. Möglich. Man wollte ich nicht. So. No way, ich schaff das nicht. Dieser Weg ist einfach so lang. Ey, muss ich ja. Ich schaff das nicht so einfach. Oh. Kühl dich ab! Alter, kann nicht wahr sein. Schaffst du den Sprung nicht da hoch oder wie? Nee, ich komme hier von der unteren. Du musst einfach nach ganz oben, einfach nur nach oben gucken. Nur nach oben gucken, dann den Boost machen. Den Boost machst du immer in die Richtung, in die du guckst. Wenn ich da ganz nach oben gucke, dann geht's. Ja, wenn du nämlich dagegen guckst, dann bleibst du nämlich an der Kante hängen. Wir wissen. Guck mal, ich bin genau unter dir. Na. Oh, da ist noch ein Mondstein, den nehmen wir doch mit. Okay, ich bin falsch gelaufen. Ach ja. Ich glaube, ich bin hier richtig, oder? Ganz aus. Ne, hier ist auch eine Wand. Ja, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich hab's gleich. Ach, hier muss man durch, muss ich hier runter. Ja, klar. Diesen ganzen Zickzackweg zurück, richtig ätzend. Vorsicht, Sauerstoffniveau auf 50%, Tendenz fallend. Ich hab das Gefühl, ich bin schon wieder irgendwo. Im Arsch der Welt. Voll falsch, ja. Das könnte stimmen. Nee, passt doch noch. Ey, scheiße, ich schaff das hier gar nicht. Rüber. Kacke. No.
Ich weiß gar nicht, muss nach oben und das Jump-Pad holen. Mal gucken, wo ich wiederbelebt werde. Bei dem letzten... vorne direkt. Ja, direkt bei, hier vorne. Ja, weil ich den Punkt da geholt habe, glaube ich, oder? Ja, ich bin da auch noch dran vorbeigelaufen. Du bist mein neuestes Opfer. Voll in die Fresse, sagt mein Gewehr noch. Beste Schroti. So, ich habe zwar keine. Definitiv, ja. Zwar keine Granaten mehr, aber egal. Stopf mich. Ich, ganz ehrlich, ich mag Pickles Schwester. Gibt uns einfach so ein volles Mega-Ding. Auch voll geil. So, Flussregler. Das sind alle Level 10. Ja, ich kann wieder ignorieren. Ne? Mach weder Damage noch. Gib EP. Die Erfahrung. Noch gib den Loot. Alles, was uns keinen Loot gibt, ist nutzlos. Ja, vielleicht gibt es ein paar Dollar, aber können wir auch sparen. Geld ist hier voll nutzlos eigentlich. Bin ich etwa zu viel Knarre für dich? Hi, Quaggans. Bye, Quaggans. Oh, fuck, hier sollte ich nicht runterspringen. Perfekte Landung. Direkt drüber. So, boah, ist der Weg weit. Ja, hab ich mir gerade auch gedacht. Und das alles nur, damit er seine, den Mond mit seinem komischen Mixtape beschallen kann. Weißt du? Ja. Okay. Ganz ehrlich, warum schießen wir überhaupt da drauf? Gute Frage. So, ich habe eins kaputt gemacht. Aber ja, ich warte hier. So. Explodier du. Ah, farbenfrohe Einheimische. Lass dich nicht von ihnen einschüchtern. Vorwärts. Warum redet ihr eigentlich mit einem englischen Akzent? Ich weiß nicht. So. Ist mir gar nicht aufgefallen. So, ich glaube, hier müssen wir jetzt töten. In Verteidigungsstellung. Da ist noch ein. Ich leg dich auf Eis. Oh lol. Schaffst du's? Ja, ja. Okay. Bis später, ihr Süßen. Bis später, ihr Süßen. Ausgezeichnet. Ich würde von dieser Hydraulikpumpe wegbleiben, wenn ich du wäre. Ohne den Flussregler könnte ich ein kleines bisschen ausflippen. Soll ich das auch? Wäre doch. Ich hätte vielleicht die Möglichkeit einer Explosion erwähnen sollen. Nun egal, klopfe den Staub ab und mach weiter. Jetzt brauche ich einen Flugdatenrekorder. Meine Quellen sagen, der alte Rekorder der Drakensberg befindet sich in den Händen eines einfältigen Schrottsammlers namens Tony Slows. Ich habe dir seine Position auf dein Echo-Gerät geschickt. Du solltest ihn stiebitzen können, während er dir seine lächerliche Sammlung von wertlosem Müll zeigt. Oh Mann. Tony Slows prahlt schon seit Wochen in dem Forum des Echo-Netz, dass er die Blackbox der Drakensberg hat. Er ist zwar ein dämlicher Kerl, aber es scheint, als habe er sie tatsächlich. Ich gehe schon mal weiter, ne? Was denn hier? Verliere ich hier durch ganzen. Ach, da, ein bisschen. Ne, unten ein bisschen. Ja, wir müssen da gar nicht hoch. Okay. Hui. Hui. Freiflug. Aua. Tot. Alter, diese Sprüche immer. Pass auf, ich nehme die jetzt auch. Ich bin leer, verdammt! Vorsicht, Luftreserven auf 50%. Ja, ich hab grad mal. Ich hab jetzt gar keine mehr. Yeah, ah, hier vorne ist so ein. Ah, jetzt hab ich endlich auch mal den Ladyständer-Spruch bekommen. Ich hab keine Luftversorgung mehr. No. Ah, da. Shit.
Na gut, ich verliere kaum HP, so. Oh. Der Ton ist nicht so geil, ne? Ah. Soll ich mal auf dich warten? Na jo. Macht sie alle! Ich spritz dich voll! Ist das, du Wilder, sagt sie. Ja, ich hatte gerade, ich spritz dich voll. Diese Knarre ist der Grund, warum das Spiel ab 18 ist. Wahrscheinlich. Immer vor, wirklich sogar. Ich bin eine Knarre! Ich bin eine Knarre! Man sieht sich auch schon! Gute Idee! Verdammte Scheiße! Oh Mann. Boah, irgendwann müssen wir die Knarre wegpacken, sonst wird das echt zu ätzend. So, warte mal, wir gehen in die falsche Richtung. Verdammte Scheiße! Da lang müssen wir. Da lang. Warte, Nase lang. Ui. Ich wünschte, man könnte in Borderlands noch über den Boden schlittern. Oh fuck, ich glaube. Ja, warte kurz. Cool. Ich hab meinen Granatenmod aus Versehen gewechselt gegen irgendwelchen Bullshit. Ui. Oh, die ist resistent. Ich ach, kann dem ja keinen Schaden machen. Oh, Gegner sind nicht wichtig. Jetzt geht's auf die Fresse. Jetzt geht's auf die Fresse. Warte, wie hinter uns alles am Explodieren ist, weil wir die ganzen Gegner zusammengezogen haben, die sich gegenseitig angreifen. Ich brauch noch mal. So. Ich glaube, wir haben sie abgehängt. Watch the Pickle don't. Pickle touch. Don't touch. Ah, stuff. Wenn sie wenigstens schreiben könnten. Ah. Nicht die Ausstellungsstücke berühren. Ah, berührt. Ein Besucher will meine berühmte Sammlung rarer Raumschiffteile besichtigen. Berührt. Kleine Spende, bitte. Berührt. Berührt. Die Spende. Gib mir mal die Spende. Oh, ja, jetzt 10 Dollar. Beginnen wir die große Führung. Mich interessiert deine Scheiße nicht. Sie ihre Griffel von den Ausstellungsstücken. Sonst gibt's mächtig Ärger. Und das wird richtig übel. Und was? Wie geht's uns so? Was hast du heute so gegessen? Dies hier ist das Startsystem für Rettungskapseln aus dem Raumschiff Gigantic. Sie wurde auf ihrem Jungfernflugzeug berührt. 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 Alle 11.000 Menschen an Bord starben beim Start der Rettungskapseln, als sie alle ineinander krachten. Hau weg den Arsch! Yeah, so ist richtig! Nimm das, du Kackbratze. Das sieht aus wie ein Vogelkäfig, richtig? Falsch! Das ist der Energiekernregler des Solarschiffes Crusade, das im Raumdock explodierte, als jemand ihn ausbaute, um ihn abzustauben. Man versuchte ihn dann wieder einzubauen, aber die Crusade war bereits, nun ja, explodiert. Oh Mann, hast du's bald? Mich interessiert dein Schrott nicht. Oh, mach jetzt den Vorhang auf. Die Führung geht hier weiter, wenn Sie mir folgen möchten. Nice. Loot. Oh, Loot. Black. Bäh. Dann könnte die Kiste auch einfach nicht aufgehen, ja? Ich würde das sparen. Berührt. Das beste Stück ist dieser Flugdatenrekorder von der Drakensberg. Sie hat während des großen Berstens einen schweren Triebwerksschaden erlitten und stürzte nicht weit von hier ab. Ich musste etliche Konkurrenten ausschalten, um daran zu kommen. Wenn's sein muss, krempel ich die Ärmel hoch. Oh Gott, tatsächlich, das ist er, der Datum-Recorder. Nimm ihn, los, nimm ihn dir. Nimmst du ihn? Ich schieß ihm ins Gesicht. Ach so, ja. Hey, nichts anfassen. Die Knarre für dich? Sie sind gar nicht wegen der Führung da, oder? Verdammter Gauner. Das ist mein Missionsgegenstand. Jetzt bin ich aber richtig. Excelsior braucht ein Gyroskop für mehr Stabilität. Ich aktualisiere sofort dein Echo. Die undankbaren Einwohner werden nicht begeistert sein, wenn du es dir schnappst. Aber die lassen sicher mit sich reden. Tja, mit so einer robusten Gegenwehr von Tony hatte ich nicht gerechnet. Aber der Fortschritt fordert Opfer von uns allen. Vor allem, ich habe ihm einmal mein Schwert durchs Gesicht gezogen und der Typ ist tot umgefallen.
Die ganze Zeit im Hintergrund labert deine Scheißwaffe, ey. Oh. Ja, dann verpiss dich doch! Dann sitzt du auf Lupes Arschloch. So, finde das Gyroskop. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Triton Flats, okay. Oh Mann, wie viel Zeug wir für den Typen holen müssen, nur damit er sein scheiß Mixtape auf den Mond niederregnen lassen kann. Wehe, das gibt keinen guten Loot, wenn wir fertig sind. Na. Aber mindestens. Mindestens. So, wo müssen wir hin? Nach Norden. Oh, fuck. Auf jeden Fall nicht dahin. Boah, ein bisschen schneller gewesen wäre es, da hätte ich. Ja, ich wollte eigentlich Speed drücken, aber ich habe vergessen, dass Speed bei mir nicht mehr auf F liegt. Oder gibt's auch die Stingrays, ne? Na komm, wir kriegen das mit dem Mondbuggy hin. Na, weil Dingens, wie man. Ich hab da auch ein paar Skin. Ach, ist auch scheißegal. Interessant. So. Oder ich will mal auch mitfahren. Ich will auch fahren. Ja, dann ja, ich fahr bei dir mit. Oder warte auf mich. Na, du kannst fahren und ich schieße. So. Wenn du willst. Making Theater. So. Achso, ich war jetzt hier oben eingestiegen, weil ich dachte, du willst fahren. Was soll ich dann? Wir machen beide. Ich muss mal ganz. Ich immer mit W und D lenken will, ne? Ich muss mal rausfinden, worauf jetzt bei mir der Boost liegt. Ja, da wo du springst. Ach nee. Hä? Ah, Q ist jetzt bei mir Boost. Okay. Warum ist mein Boost auch anders? Bei dir müsste es auf F sein. Ah, jo, ist sogar, ja. So, jetzt will ich diesen Sprung nochmal versuchen. Von wo ging der? Ich komm, lass mal beide gleichzeitig halt. Okay. Wir machen von hier aus, komm her. Oder wo ist denn der? Warte. Ah, ich hab's geschafft. Ach, du bist schon weg. Ich hab mir noch voll den Anschwung klar gemacht. Nice. Sauber. Wow. Ha! Perfekt gelandet. Boah, ich werde natürlich wieder von dieser scheiß Auto hier aufhören. Er ist wieder da! Reiß dir die Gedärme raus und lass den kleinen Nervikins sein Zimmer damit dekorieren. Ups. Frauen am Steuer, ey. Boah, also sie sind mich da rumgefahren, vorbeigefahren. Boah, nein, ich muss den ganzen Weg nochmal fahren. Fuck. Warte mal, nee. Ahaha. Ich bin 17, Digga. Ja, aber wir müssen. Einfach zum Fahrzeug teleportieren gemacht, jetzt bin ich wieder mit dir. Achso, müssen wir weiterfahren? Hä, wir müssen noch hier rein, oder nicht? Ja. Ich hab da unten noch versucht, ein paar Autos abzuballern. Ah, du machst schon Party, höre ich. Boah, lol. Was war das? Weiß nicht. Du meinst das Kratzen, ne? Ja, voll das laute Geräusch. Weiß nicht. Hä? Ach, das. Das ist der Laser von meiner Waffe. Ah. Ja, der war vorher nie so laut. The fuck? Oh lol. Ist laut, ne? Ein bisschen. Seit wann ist der so laut? Ich glaube, das ist alles ein bisschen mit der wegen der einen Waffe ein bisschen verpackt, ja. Ich wechsle mal die Waffen. Ah. Nö, hat sich nicht geändert. Oh, ich hab viel gefunden, ne? Was hast du gefunden? Den Gyroskop. Oh, warte, ich komme. Hier. Ehrlich, mit manchen Leuten ist einfach nicht zu reden. Aber what's up? Das Universum wird vor Begeisterung erbeben, sobald die Excelsior in den Himmel steigt und alle meine Musik lauschen. Ist mir egal, ich will nur bezahlt werden. Wir haben's fast geschafft. Komm zu mir ins Labor, dann siehst du ein Genie bei der Arbeit. Es könnte aber wieder ein bisschen Ärger mit den Nachbarn geben. Oh, meine Fresse.
der Typ, ey. Wir müssen den Dad von dem komischen, von der komischen Rotznase töten. Der fährt hier irgendwo mit seinem roten Buggy rum. Da hinten. Ja. Der Mama. Da. Lass den mal töten. So. Einfach nur aus Prinzip. So, jetzt müssen wir zu dem Typen zurück. Das war da lang. Okay, alles klar. Boah, Alter. Passt ja wieder perfekt mit der Folge. Zieh dir mal einfach die Manöver rein. Ich muss sagen, ich liebe das mit dem Auto mittlerweile. Fahrbord hast du an, ne? Ja, ja. So ein Trainer zum Fahren, ne? Und perfekt eingeparkt. Ah. Zieh dir das rein. Ah, eins, sehr gut. Danke, danke, danke. Ist die Waffe jetzt wieder leise? Ja, ich meine nicht die Waffe. Nein. Da bist du! Ich schick dich auf die dunkle Seite! Kommst du ganz kurz ohne mich klar? Ja. Ich wechsle mal ganz kurz die Waffe auf irgendwas anderes. Okay. Bereit zum Kampf! Okay, wieder du lebst schon wieder. Ja. Ich frage mich, warum man manche Controller automatisch einsammelt und manche nicht. Munition sammelst du automatisch auf. Ja, mit Dollar auch teilweise, aber nicht. Ja, Geld alle, auch. Irgendwie. Aber nicht alle, ja. Irgendwie. Keine Ahnung. Meine Laserwaffen sind übrigens verbuggt. Die sind jetzt ultra laut. Und zwar alle. Vielleicht gleich mal restarten oder so. Ja, ja. Nach der Mission, müssen wir eh Hauptquest weitermachen, dann können wir einmal restarten. Ja. Boah, Leute. Oder warte, ich nehme einfach meine Pistel. Theoretisch müssten wir uns mit denen gar nicht abgeben. Ja, anders abbauen. Oh no. Sollten wir aber, weil die ziemlich stark sind. Ja, wenn wir dran vorbeikommen. Oha, 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 oha. Alter Schwede. Holy shit. Ist der Typ hin? Ja, ja, den krieg ich. Ach komm. Ja, ich war ja auch down. Alter, dein Geschütz hat mir schon den zweiten Kill gerade genommen. Mein Geschütz ist auch gar nicht da. Ja, also deine komischen Dinger, du schaffst das schon, ne? Ich hab den erschossen, den Hund. Ich nehm dir alles weg, so. Egal was. Pass auf, der vor mir, der wird jetzt sterben. Oh, puh, ich hab ihn mal selber gekriegt. Ja, komm, jetzt ist der safe, der Shit. So, zack. Ja, wenn nur alle am Haten ist. Was? Hast du den Spruch gerade gehört? Welchen? Lutsch meinen Ladyschwanz, du Wichser. Ja, das hab ich noch nicht gehört. Der war neu. Ach, wir müssen da hoch, oder? Ja, ja. Aber hier sind noch ein paar Gegner. Die geben auch ordentlich EP noch, ne? Ah, ich glaub du schaffst das. Ich glaub an dich. Ja, ja. Hast du jetzt? Ja, hast du ja auch alle schon. Alle tot. Die. Warst du irgendwo anders, oder was? Nö, ich bin schon war schon hier oben. Hast mich mit den Leuten ja ganz alleine gelassen? Ja, ich bin ja jetzt im letzten, hast du was alleine gemacht. Ja, ja, ich hab alle alleine gemacht. Ich bin die ganze Zeit schon AFK. Ich stehe noch bei Concordia, hallo? Ja, du hast seit der ersten Folge nichts gemacht. Ne? Genau, weißt du, kommst du mich kleiner Concordia zurück, so, und dann denk ich mir so, ja, ich war die ganze Zeit dabei. So, hier. Nimm deinen Stuff. Jetzt ist die Excelsior fast bereit zum Start. Eine Aufgabe bleibt aber noch. Chugurats flattern gefährlich nah an meine Rakete rum. Wir dürfen keine Kollision riskieren. Hol sie vom Himmel. Sonst noch Wünsche, Alter. Ah, komm, machen wir das jetzt noch, oder? Ja, 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 die Quest noch abschließen. Wir müssen ja nächstes Mal Hauptquest weitermachen. Ja. Ich ziehe Ärger förmlich an. Sehr zu meinen Leidwesen. Löscht sie aus! Wo sind denn diese Ziggurats? Ich sehe gar keine. Oder wir müssen hier durchgehen. Ah, da. Hier durch. Down.
Sie ist startklar. Komm herauf in die Zuschauergalerie und erlebe, wie mein monumentales Werk musikalische Ekstase entfesselt. Ist das hier die Zuschauergalerie? Okay. Ja, da ist ein Miet. Nee, ist kein Miet. Boah, voll das Mega-Ding. Nee, nix. Ich auch nicht. Lass mal auf die Terrasse gehen. Ah, ne, wir können gar nicht raus. Ah, kann man hier vielleicht durch den Ding gucken? Und lass die Musik erschallen. Oh. Also Gameboy-Musik. Und warte auf den Thriller. Komm, tanzen dazu hier. The fuck? Nein! Was passiert da? DJs Boom und Ryan kommen zu euch. Beide Decks geladen und scharf. Unser Mash ist euer Mash. Über Pirate Radio direkt zum Elpis Massiv. Nein, nein, das ist unmöglich. Meine Musik darf nicht sterben. Ich werde das Signal verstärken, auch wenn mich das in beträchtliche körperliche Gefahr bringt. Dubstep, erstmal Dubstep. Ich brauche mehr Energie. Ah! DJs Boom und Rang, wir kriegen euch jedes Mal hier etwas für alle da draußen, die representen. Okay. Hilf Cosmo, seinen Satelliten zu starten. Durchsuche Cosmos verkohlten Leichnam, um dir eine Belohnung abzugreifen. Helios, wir haben ein Problem. Shocking Vault Werfer. Ein Raketenwerfer. Oh. Jo. Oh. Echt? Hat auch keinen Raketenwerfer. Ja gut. Können wir uns doch verabschieden, ne? Mit dieser tollen Dubstep-Musik. Da! Ja, schön, die Tastatur kloppen. Oder ich keine mechanische Tastatur hab. Voll am Abspacken. Ehrlich gesagt, ich finde das, was die DJ Boom gemacht hat, sogar besser als das von dem Typen. Ja, das hat mehr Action. Das passt ja, irgendwie mehr das Game-Stil, ja. Das von dem war irgendwie nur eine Tonfolge. Hier ist wenigstens ein bisschen so mehr drin. Naja, egal. Richtig. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wahrscheinlich auf Concordia, weil wir jetzt das Spiel neu starten müssen, damit meine Laserwaffen nicht mehr so übertrieben laut sind. Richtig, und dann tauschen wir auch wieder Waffen ein und genau. Kommen alter Frische. Und dann wird nächstes wieder. Mal auf der Helios aufgeräumt. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Tschüss.